Achso, ich will wirklich so. Okay. Wählen Sie Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Hallo Leute, willkommen zum neuen Video. Heute geht es weiter mit der Inspektion am A4, Baujahr 2003 mit dem AWX-Motor. 1,9 Liter Pumpe Düse, ja, aller Weltsmotor, ihr werdet bestimmt kennen. Mit dabei, Philipp, Mr. PS. Hi. Mein Kumpel, genau. Und er wird jetzt an seinem eigenen Fahrzeug zeigen, wie man den Pollefilter ersetzt. Okay, dann bis gleich. Ach, übrigens, der Audi hat inzwischen schon 320.000 Kilometer drauf. Ja, nur so rein zur Info. Also bis gleich. Der Pollefilterwechsel gestaltet sich an dem Fahrzeug natürlich sehr, sehr einfach. Ihr braucht einen Pollefilter. Ganz interessant zu wissen, da sind Pfeile drauf. Das ist die Durchflussrichtung und beziehungsweise auch die Einbaurichtung, die ist zu beachten. Und in dem Fall ist es ein Allergiker-Pollefilter. Gibt es verschiedene Varianten, normale, dann mit Kohle und halt diese besonderen Allergiker-Filter. Der Pollefilter befindet sich im Wasserkasten. In dem Fall einfach die Dichtung raus, genau. Und die Abdeckung, die ist nur gesteckt. Und da hinten links bzw. in Fahrtrichtung rechts sitzt unter dieser Abdeckung der Pollefilter. Oder Innenraumfilter oder auch Kabinenraumfilter, wie bei manchen Herstellern bezeichnet. Ui. Und wie ihr seht, es ist ratsam, das ganz grob zu reinigen, bevor ihr den Pollefilter rausholt, damit beim Rausziehen vom Pollefilter nichts in den Gebläsekasten reinfallen kann. Wenn ihr einen Staubsauger da habt, dann auch vielleicht kurz absaugen. Und ansonsten kann man den jetzt rausziehen, vorsichtig. Dann müsst ihr darauf achten, dass nichts reinfällt. Nochmal seine. So, in dem Fall ist der Gebläsekasten relativ sauber. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ihn auch aussaugen. Aber wie gesagt, in dem Fall ist er relativ sauber. Da können wir jetzt gleich den Pollefilter wieder einbauen. Hier wieder die Durchflussrichtung beachten, die Pfeile nach unten. Genau. Dann den Wasserablauf drüber. Links, rechts einklipsen, genau. Wasserkastenabdeckung wieder einbauen. Genau, den Deckel wieder rein. Und in dem Fall haben wir jetzt die Dichtung doch falsch rum eingebaut. Die gehört genau um 180 Grad gedreht.
Genau, jetzt sieht es besser aus. Jetzt ist auch die Dichtlippe hinten. Passt. Genau, und wie ihr seht, ist es kein Hexenwerk. Ist leicht zu bewerkstelligen. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Selbermachen. Bis dann, ciao.